Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen hier zu einem neuen Video aus der Chainless Denkenreihe. In dieser Videoreihe hinterfrage ich regelmäßig Glaubenssätze und Überzeugungen, denn sie sind dafür verantwortlich, was wir in dieser Welt sehen. Das heißt, die Welt, die Realität ist immer subjektiv und immer abhängig davon, was du schlussendlich glaubst. Das heißt, gewisse Leute sehen eine Chance, während andere ein Problem sehen. Und genau deswegen ist es wichtig, nicht nur die Glaubenssätze zu hinterfragen, ob wir sie haben, sondern auch dienen diese Glaubenssätze uns. Das heißt, oft dienen uns Glaubenssätze nicht auf unserem Weg zur Selbstverwirklichung, auf unserem Weg zu einem Chainless Life, weil sie uns limitieren. Und genau darum geht es auch heute wieder. Es ist ein Glaubenssatz, den auch ich jahrelang in mir getragen habe. Deswegen kann ich auch sehr gut zu Leuten, ja, Bezug nehmen, die diesen Glaubenssatz noch in sich tragen. Denn es ist super, super schwer, ihn einfach mal so abzustoßen. Es braucht sehr, sehr, sehr viel Überwindungskraft und am Ende des Tages auch ein Resultat, damit man irgendwann merkt, hey, das ist eigentlich Bullshit, was ich mir hier erzähle. Und den Glaubenssatz, den ich heute mit dir besprechen möchte, ist: Das ist Wunschdenken. Wie oft habe ich das schon gehört? Wenn ich ein Video mache, wo ich über die Vision rede, über die Zukunftspläne rede von mir oder im Allgemeinen auch Leute dazu ermutige, selbst an sich zu glauben, dann gibt es immer wieder Zyniker, die kommen und sagen: Misha, sind wir mal ehrlich, das ist doch Wunschdenken. Und Zyniker haben eine Sache gemeinsam alle, und zwar, sie sehen hinter jeder Sache den Preis, aber hinterfragen nie den Wert. Das heißt, sie sehen immer nur, was kostet es, ohne jemals den Wert dahinter zu verstehen. Und das ist ein großes Problem. Deswegen, ich hoffe, dass du nicht zu zynisch eingestellt bist und dich jetzt hier auch öffnen kannst. Denn es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Video. Und bevor wir jetzt in die Dekonstruktion dieses Glaubenssatzes gehen, möchte ich nochmal die Stimme in deinem Kopf oder natürlich auch in meinem Kopf damals wiedergeben. Also wie sich so eine Stimme anhören könnte, damit dieser Glaubenssatz auch immer wieder verstärkt wird. Weil, wie gesagt, wenn wir oder unsere Überzeugungen sozusagen gechallenged werden, wenn sie herausgefordert werden, dann fängt diese Stimme an, laut zu werden. Und die Stimme könnte sich in etwa so anhören: Ich soll meinen Träumen und meiner Vision folgen? Misha, sei mal ehrlich, das ist doch Fantasie. Wir sind hier nicht in einem Disney-Film. Nicht jeder kann einfach hier so seiner Vision mal folgen. Das ist nicht das reale Leben. Die Realität ist hart, Misha. Nicht jeder kann es einfach so schaffen. Ich meine, ich kämpfe ja bereits ums Überleben. Wie soll ich da noch meinen Träumen folgen? Das ist doch total unrealistisch. Das ist doch Wunschdenken, Misha. So in etwa könnte sich das anhören. Und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier auch wieder versuchen, nicht nur rational zu begründen, wieso das falsch ist, sondern dir auch eine Möglichkeit zu geben, ganz tief in dich zu gehen, warum dieser Glaubenssatz jemals überhaupt als richtig empfunden wurde. Und um es jetzt mal von der rationalen Seite zu betrachten, ganz einfach, schon mal eine wichtige Tatsache: Wir leben gerade in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Also wenn du dieses Video hier guckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du in diesen drei Ländern wohnst oder dich vielleicht sogar schon selbstständig, ortsunabhängig gemacht hast und eh schon weißt, dass dieser Glaubenssatz nicht existiert oder beziehungsweise dich nicht wirklich weit bringen wird. Das heißt, du bist eigentlich, wenn wir es mal so betrachten, nicht nur in einem First World Country, sondern zusätzlich noch in einem dieser Länder hier in Europa, welches, was Bildung betrifft und was wirklich auch Ressourcen betrifft, ganz oben mitspielt. Ich würde fast schon schätzen, wir sind so die Top 2 bis 5%. Also das ist schon mal so von der Realität. Und ja, es gibt natürlich Leute, die strugglen jetzt deswegen trotzdem. Aber die Frage ist, wieso strugglest du? Sagen wir mal, du gehörst jetzt hier zu diesen Top 2 bis 5%, aber du findest trotzdem, Misha, das, was du hier erzählst, das, was du hier vorzeigst, das ist Wunschdenken. Dann frage ich mich, woher weißt du das? Woher weißt du, dass es Wunschdenken ist? Entweder du hast es bisher noch gar nicht probiert. Du kannst noch gar nicht davon reden, es wirklich probiert zu haben. Oder du hast vielleicht einfach noch nicht die Bedingungen dafür erfüllt. Das heißt, du hast vielleicht die Bedingungen noch gar nicht herauskristallisiert. Du hast noch gar nicht geguckt, was sind denn die Bedingungen, um dieses Leben zu leben. Oder du willst sie einfach nicht erfüllen. Du sagst, okay, das sind die Bedingungen dafür, aber das ist mir zu viel. Ich mache lieber gechilltes Leben. Ich brauche gar nicht dieses Leben. Aber dann ist es schon wieder eine ganz andere Sache. Jetzt entscheidest du nämlich, dass du sagst, hey, mir sind meine guten Gefühle im Moment wichtiger als meine langfristige Zufriedenheit. Das ist so wie eine Person, die sagt, nein, ich finde es nicht schlimm, übergewichtig zu sein. Ich liebe es, am Abend Chips zu essen und Eiscreme. Ist schon okay. Andere Leute sehen gut aus. Ich muss das gar nicht. Für mich, ich bin zufrieden. Wenn du das wirklich von dir sagen kannst, ist ja alles gut. Aber wenn du sagst, ich kann nicht abnehmen, das ist nicht möglich, das ist Wunschdenken, dann lügst du dich ja selbst an. Das ist eine Tatsache. Also es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz von Leuten, die zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion haben und deswegen wirklich darunter leiden. Aber die meisten Leute, die sich beklagen über ihren Körper, über ihre Situation, über ihre Finanzen, die sind in der Regel komplett gesund. Die leben hier in Deutschland, wie gesagt, und denen geht's top.
Das heißt, es gibt auf dieser rationalen Seite eigentlich gar keinen Grund, es nicht zu schaffen. Aber trotzdem gibt es natürlich viele Leute, die sagen, hey, schau mal, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe Arbeit, ich habe Schulden, die ich abzahlen muss. Mischa, das ist Wunschdenken. Und deswegen gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Hast du dir schon mal eine Biografie durchgelesen? Irgendeine Biografie? Ich habe persönlich ca. 20 Biografien gelesen und eine Sache ist mir aufgefallen. Niemand war von Anfang an immer der krasse Hustler. Natürlich, es gibt Leute, die waren begabt, aber es gibt so viele Leute, die einfach an so einem dreckigen Ort mal waren. Ich meine, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Tony Robbins, der von seinem Vater misshandelt wurde, der richtig im Arsch war. Und genau deswegen hat er es aber auch so hoch geschafft. Er hat so viel Schmerz erlitten, dass er gar nicht in der Lage war, jemals in der Komfortzone zu chillen. Das größte Problem ist, dass wir hier alle viel zu komfortabel leben aktuell und es natürlich viel einfacher geworden ist, einfach mal so ein bisschen durchschnittlich zu sein. Und dadurch, dass natürlich auch viele Leute in unserem Umfeld uns bestätigen und sagen, ja komm, ist doch nicht so schlimm, wir müssen auch gar nicht so krass sein, glauben wir irgendwann dann auch, dass diese Möglichkeit nicht existiert. Aber das ist das Problem, weil wenn du jetzt mal dein Umfeld komplett analysierst, dann findest du sicher auch die ein oder andere Person, die es trotzdem irgendwie weitergeschafft hat. Die hatte zwar mit dir in der Schule angefangen, hat vielleicht nicht mal studiert, aber hat jetzt trotzdem mehr aus ihrem Leben gemacht. Und auch Social Media ist heutzutage ein sehr guter Beweis dafür geworden, dass es sehr viele Leute gibt, die tatsächlich mit sehr wenig Kapital, sehr wenig auch eben, sage ich jetzt mal, Wissen, es trotzdem sehr weit gebracht haben. Ich bin ja auch ein Beispiel dafür. Ich habe weder einen Hochschulabschluss noch eine Uni. Ich habe einfach sehr, sehr, sehr viel Gas gegeben am Anfang. Und jetzt wird es natürlich wieder Leute geben, die sagen, ja, Mischa, aber das ist Wunschdenken, mich mit dir zu vergleichen, weil du hattest damals Glück, 2013, du hast eine krasse Genetik. Aber es gibt genauso viele Leute, die ich kenne, die haben keine krasse Genetik. Die haben später angefangen und die haben trotzdem heute mehr Follower als ich. Die haben heute trotzdem ein super gutes Grundeinkommen. Ferdinand Beck, den ich schon mehrmals auf dem Podcast hatte, der hat weder eine krasse Genetik, noch hat der früh genug angefangen. Ich kenne auch jetzt Leute, die erst gerade angefangen haben und schon sehr weit gebracht haben. Das heißt, wir müssen hier nochmal nachhaken und uns fragen, was ist denn jetzt der Grund, wieso so viele Leute immer noch das Gefühl haben, ein geiles Leben zu führen, ist Wunschdenken. Sich aus Deutschland abzumelden und selbstständig, ortsunabhängig zu arbeiten, ist Wunschdenken. Wieso glauben das noch so viele? Ich wiederhole nochmal. Entweder du hast diesen Glaubenssatz einfach noch in dir drin und du glaubst ihn noch. Und das Leben ist immer für dich. Das heißt, was du glaubst, das siehst du auch. Das ist ein Confirmation Bias sozusagen. Das heißt, wenn du glaubst, dass das Wunschdenken ist, dann wirst du immer wieder Beweise dafür finden, dass es Wunschdenken ist. Das heißt, deine Resultate hängen eigentlich immer nur von deiner Glaubensstruktur ab. Oder du glaubst es zwar nicht mehr, aber hast vielleicht eben, wie gesagt, die Bedingungen noch nicht erfüllt. Und ich möchte dir jetzt einen Lifehack geben, wenn es um das Thema Bedingungen geht, der auch dazu führen könnte, dass du vielleicht diesen Glaubenssatz ablegen könntest. Weil mir hat er damals sehr stark geholfen. Weil, wie gesagt, ich war selbst lange Opfer dieses Glaubenssatzes. Und zwar habe ich damals realisiert, dass ich das geglaubt habe, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass wenn ich gewinne, also wenn ich es schaffe, jemand anderes es nicht schaffen wird. Das heißt, wenn ich gewinne, muss es einen Verlierer geben. Und deswegen habe ich mich selbst nie als Creator gesehen, als kreativer Mensch, der Sachen erschaffen kann, sondern ich habe mich vielmehr als Competitor gesehen, also als Wettstreiter. Ich habe versucht, gegen andere Leute zu konkurrenzieren sozusagen, wie auch im Bodybuilding-Sport. Das heißt, in gewissen Sportarten muss man natürlich versuchen, der Beste zu werden, aber um ein geiles Leben zu führen, musst du nicht besser sein als irgendjemand anderes. Das ist eben das Krasse. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann merkst du, hey, erstens mal, du musst nicht der Beste werden. Zweitens, du musst niemanden schlagen. Und drittens, es muss auch niemand verlieren, dass du gewinnen kannst. Und das ist natürlich super, super, super schwer, weil die meisten Leute fangen gar nicht an mit ihrer Leidenschaft, weil sie denken, hey, da gibt es so viele Leute, die besser sind als ich. Wie zum Teufel soll ich mich da jemals beweisen? Das heißt, du vergleichst dich schon von Anfang an und damit kommst du in dieses Nullsummendenken, so nenne ich es gerne. Das heißt, du denkst immer, dass alles wieder auf Null sein muss, aber schau mal die Welt an da draußen. Das ist keine Nullsumme. So funktioniert die Gesellschaft nicht. Ich glaube fest, dass wenn ich gewinne, dass alle gewinnen werden, weil selbst meine Konkurrenten sozusagen meine Videos schauen können und eventuell durch meine Videos auch nochmal besser werden. Und ich natürlich auch die Möglichkeit habe, von anderen Konkurrenten zu profitieren. Das heißt, dadurch, dass andere Konkurrenten Videos machen, werden Leute im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Fitness, Veganismus etc. ja auch aufmerksam in der kompletten Branche und kommen dann vielleicht irgendwann auch auf mich. Deswegen mache ich auch Podcasts mit Leuten, die meine Konkurrenz sind. Deswegen habe ich auch kein Problem, gute Quellen zu teilen, gute Bücher zu teilen, obwohl ich selbst ein Buch habe, weil ich will nicht alles für mich. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden schlagen muss. Ich glaube, dass wir alle zusammen voneinander profitieren können. Und das war früher nicht so. Früher habe ich gedacht, hey, ich kollaboriere nur mit Leuten, die mehr Follower haben als ich oder von denen ich was kriegen
kann. Und das hat mich sehr, sehr, sehr lange auch limitiert, wirklich kreativ zu denken. Das heißt, anstatt mir selbst Gedanken zu machen, was möchte ich erschaffen, für was möchte ich stehen, welche Videos möchte ich transportieren, welche Message, habe ich mir überlegt, was hat bei dem funktioniert, was hat der für eine Strategie, wie macht der sein Ding und wieso läuft es bei mir nicht so, wieso habe ich nicht so viele Klicks wie der. Das heißt, dadurch, dass du dich vergleichst, schaffst du es gar nicht erst in diese Idee zu kommen, dass du es auch schaffen kannst, weil du immer davon ausgehst, dass dein Erfolg nur abhängig ist davon, wie gut du im Vergleich zu anderen bist. Das heißt, dieses Vergleichen ist so ein bisschen das Problem und das führt natürlich dann auch dazu, dass du denkst, dass wenn du es mal nicht schaffst oder es nicht bei dir läuft, dass du dann immer reagierst und guckst, was andere machen. Das heißt, man nennt das auch dieses Shiny Object Syndrome. Leute, die sich immer ablenken lassen, die immer auf einen neuen Zug aufspringen und nie wirklich mal konstant mit sich selbst einen Einjahresplan, sage ich mal, wenigstens aufbauen oder wenigstens mal einen Best Guess. In meinen Mentorings versuche ich die Leute immer darauf hinzuweisen, dass man auch auf 2 Monate mal sich committen muss. Man muss sich nicht auf 2-3 Jahre committen, es reichen auch schon 2 Monate, aber wenigstens wirklich 2 Monate, wo du eine Absicht hast, ein Anfangsziel und ein Endziel, wo möchtest du hin? Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann wirst du verstehen, dass es hier gar nicht so dieses typische Konkurrenzdenken geben muss, weil du selbst kreierst und das ist der Mehrwert. Was andere machen, ist in dem Moment eigentlich scheißegal, weil du kreierst ja für dich. Das heißt, es können 10 Leute geile Kunst machen und alle haben am Ende des Tages geile Kunst gemacht. Es gibt jetzt nicht das Bessere oder das Schlechtere, weil, wie gesagt, wir sind so viele Menschen, es gibt so viele Ressourcen auf diesem Planeten, so viele verdammte Millionen von Leuten, so viele Millionen von Unternehmen, so viele Millionen von potenziellen Kunden, Leuten, die eventuell genauso denken wie du, natürlich auch sinnbildlich finanzielle Ressourcen, so viel Geld, das einfach so rumschwirrt, dass man sich eigentlich nur holen muss, was man eigentlich nur holen muss und das kriegt man auch, wenn man anfängt, Mehrwert zu stiften, wenn man anfängt, wirklich sich auf seinen intrinsischen Wert zu fokussieren und den nach außen zu bringen. Und das ist halt wirklich eine Sache, wo dann auch zum ersten Mal dieses Wunschdenken komplett erlischt, weil jetzt denkst du nicht mehr so, ah, das ist nicht möglich, weil das ist, nicht jeder kann es schaffen. Jetzt geht es nicht mehr darum, jeder kann es schaffen, sondern es geht darum, wer möchte es denn probieren? Wer möchte es denn mal wirklich probieren zuerst mal? Weil jeder kann es probieren, jeder kann weitermachen, jeder kann sich jeden Tag mit sich selbst vergleichen und sagen, hey, schau mal, ich bin besser geworden. Jeder kann für sein Ziel seine Bedingungen ausarbeiten. Und ja, manchmal will man die Bedingungen einfach nicht erfüllen. Das habe ich auch schon gehabt. Ich habe zum Beispiel auch keinen Bock, 1 Million Euro Umsatz zu machen jeden Monat. Dafür bin ich nicht bereit, die Bedingungen zu erfüllen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich ist für mich. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich es jetzt darauf anlegen würde, in den nächsten 18 Monaten auf einen 7-stelligen Monatsumsatz kommen. Aber ich mache das nicht. Mir sind die Bedingungen aktuell nicht wert, das zu machen. Aber das ist meine Entscheidung, siehst du? Das heißt, mir gefällt mein Leben und ich entscheide genau, wie ich es selbst gestalte. Und wie gesagt, du hast immer die Wahl zu sagen, okay, die Bedingungen möchte ich nicht erfüllen, ich möchte lieber das gute Gefühl. Die Frage ist nur, wie lange bleibt dieses gute Gefühl aktiv? Weil irgendwann kommt ja wieder die Stimme, die dir sagt, hey, eigentlich könntest du ja mal, jetzt bist du schon wieder 10 Jahre älter geworden. Deswegen lass dich hier nicht lumpen von dieser Stimme. Wie gesagt, es gibt kein Wunschdenken. Jeder Wunsch ist berechtigt. Die Frage ist nur, machst du was draus? Kreierst du jetzt Action oder träumst du einfach nur drüber? Und dann ist es natürlich irgendwann nur ein Traum. Dann ist es zwar ein Wunsch, aber es bleibt dann einfach auch ein Traum und wird nie zu einem wirklichen Resultat. Und deswegen, ich reagiere gar nicht mehr. Ich mache meine Videos, ich mache das, was mir gefällt. Ich habe zum Beispiel viel weniger Klicks als früher, aber es macht mir trotzdem viel mehr Spaß. Ich verdiene insgesamt sogar mehr und es macht mir viel mehr Spaß. Und das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Und weil es mir viel mehr Spaß macht, macht es diesen Leuten, die das geil finden, natürlich auch Spaß, mir zuzugucken. Deswegen, meine Frage nochmal. Alle Ressourcen sind hier. Was fehlt dir effektiv? Frag dich doch mal, was sind denn die Sachen, die aktuell in deiner Hinsicht fehlen, dir gegenüber? Das du jetzt gerade nicht hast. Und wenn du jetzt sagst, Zeit oder Geld, dann schau dir unbedingt meine weiteren Videos auf diesem Kanal an, denn ich habe schon ein Video über Zeit, über Geld gemacht. Ich habe alle Glaubenssätze hier mittlerweile entkräftigt, die es so gibt. Es werden natürlich noch weitere folgen. Aber mir ist einfach nochmal wichtig, dass du verstehst, dass dieses Wort Selbstverwirklichung, das ich so oft erwähne, dass es kein Luxus ist, dass es ein menschliches Grundbedürfnis ist und dass sehr viele Sachen in deinem Leben sich extrem verbessern werden, wenn du auf diesem Weg bist.
Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Wenn du die Selbstverwirklichung startest, dann wirst du in so vielen Bereichen ein offenerer, leistungsfähigerer und natürlich auch verständnisvoller Mensch. Das heißt, du wirst nicht nur mehr verbunden sein mit anderen Menschen, sondern du wirst dich selbst mehr akzeptieren, du wirst andere Leute akzeptieren, du wirst auch die Natur ganz anders wahrnehmen, du wirst nicht mehr so urteilen, weil du plötzlich merkst, hey, ich habe bereits alles, mein Glas ist bereits voll und da musst du hin. Deswegen, wenn du keinen Purpose hast, wenn du kein Gefühl von Bestimmung und Sinn hast, dann bist du generell einfach nicht angetrieben, überhaupt irgendwas zu machen. Dann wirst du unter deinem Potenzial bleiben. Und das ist es, was Abraham Maslow sagt. Wer unter seinem Potenzial bleibt, der wird im Alter psychisch verkümmern. Das ist leider eine fiese Tatsache. Viele Leute bereuen es viel zu spät, dass sie es nicht gemacht haben. Deswegen, ich bin hier für dich, um dich zu warnen, um dir einen Tritt in den Arsch zu geben. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass du, wie gesagt, die Zeit, die du jetzt auch nimmst, ein bisschen zu reflektieren. Schau dir auch gerne die Links unten in der Beschreibung an. Dort hast du diverse Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Es würde mich freuen, von dir zu hören. Und lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Video, sage ich schon mal, besten Dank fürs Zuschauen. Bis dann, dein Mischa. Okay.